Na, Mann. Okay, also es fällt so oder so. So, und weil da die Schuhe runterfallen, können wir das eigentlich ausnutzen. Uns einen Schuh holen. Und warten, bis die Uhren klingeln, weil dann. Bitte. Ach nee. Six. Was tust du? Das ist gut, das können wir ausnutzen. Okay. Warum in aller Welt sollte es so viele Uhren um sich scharen? Das macht irgendwie in meinen Augen wenig Sinn. Weil das betäubt es doch. Da kann es doch gar nicht richtig aufpassen und so. Ein Gnom. Kann ich hier irgendwie die Bücher hoch vielleicht? Ja, die Frage ist nur warum. Ach du Heilige. Hängt da tatsächlich ein Klavier. Aber was bringt mir das? Ich kann doch nicht. Da ist eine Lampe. Kann ich vielleicht über. Mal so aus. Ich wollte gerade sagen, wenn ich an Bücher hochklettern kann, doch dann auch an den Regalen. Wow. Entschuldigung. Entschuldigung nochmal. Nee, ich wollte schon da bleiben. Aber die falsche Taste gedrückt, mein eigener Fehler. Okay, da geht's nicht weiter. Wir müssen also aufs Klavier. Alle, hopp. Ich wollte schon sagen, bitte nicht auf die Tasten. Das wäre natürlich jetzt der Gag. Okay, langsam wird schwindelerregend, Six. Guten Tag. Ja. Wir brauchen offensichtlich wieder eine Kurbel. Der hat ja eine Nase, ne? Es wäre eigentlich ein cooler Effekt, wenn der das Gas in Anführungszeichen von dem Feuerzeug riechen würde. Apropos. Riecht er uns? Kann er uns wirklich riechen? Da, nimm dies. Ah, hier kommen wir durch. Ist da Teppich? Nein, aber ein Koffer. Tut's auch. Viel interessanter, wie kriege ich jetzt die Kurbel darüber? Ich habe eine Idee. Aber die wird schwierig.
können ihn doch bestimmt, weil das hier so malerisch gerade steht, wir können ihn doch garantiert ablenken. Oder auch nicht. Weil ich muss ja irgendwie wieder durch die Tür. Das heißt, ich muss ihn auf mich aufmerksam machen. Nur wie? Kann ich an seinen Hut? Nö. Ach, der Fernseher. Ah, warte. Der Fernseher hat einen Knopf. Oh Gott, ist das laut. Hilfe! Ich wollte gerade sagen, das andere hört er doch trotzdem. Das war jetzt das Einzige, wie ich mich vor ihm verstecken konnte. Und hoffe, dass er jetzt das Ding nicht zurückbringt. Nee, das ging. Er läuft zwar noch da rum, aber er macht nichts. Huh. Okay, hier dürfte ja eigentlich nichts passieren, erstmal. Ich wollte gerade sagen. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt das Klavier hochholen, dann wird er wahrscheinlich aufmerksam. Na ja, klar. Uah, zu weit. Arme kleine Six. Och nicht doch. Am Fernseher? Ernsthaft? Och komm, das Ding steckte schon. Ja, jetzt dürfen wir es nochmal machen. Super. Was für ein Lied, ey. Na, kommt es? Es kommt. Ich versuche mal weiter mit Sneaken. Frag mich nicht warum. Ich habe einfach das Gefühl, das ist irgendwie relevant und man sollte das machen. Das müsste ihn doch irritieren, oder? So, aber er war weit genug weg, das sollte gehen. Ich konnte nur springen. Scheiße. Okay, nochmal, weil es so schön war. Komm, Six, diesmal schaffen wir's. Na. Können wir den Sender wechseln? Boah, ist der nervig, der Sound. Ich hoffe, sie irritiert ihn so lange,
dass wir hier adäquat wegkommen. Ausgemacht hat er noch nicht. Es piept immer noch. Ich sneak hier mal langsam weiter. So, jetzt haben wir ihn überlistet. Und jetzt müsste er doch eigentlich weit genug weg sein, dass ich in Ruhe das hier machen kann. So, jetzt ist er aufmerksam geworden. Das müsste aber trotzdem reichen. Komm schon, schwing nach. Ja, geschafft. Boah. Er mit seinen Griffeln, ey. Nix ist. Nichts wie weg hier. Ich wollte gerade sagen, wann geht's weiter? Okay, erstmal Licht an. Okay. Lass mich raten, die Bahre wird gleich irgendwo runterrutschen. Oder dran lang. Bah! Super. So, wir versuchen es nochmal. Aber diesmal, ja, mit Anschwung. Ich wusste es. Allihop. Macht ja sonst keinen Spaß. So, in die richtige Position bringen. Und dann müsste es doch, ich wollte gerade sagen, von der reinen Physik doch funktionieren. So, ich denke mal, das Gas wird giftig sein, deswegen. Oh. Okay, da kommen die Kinder hin. Wo auch immer wir gerade auf dem Weg sind. Okay, das wirkte nach einem sehr endgültigen Durchgang. Hier pfeift auch immer wieder Luft durch. Ich muss gleich mal nachgucken, wenn ich diese Aufnahme beende, ob es ein Achievement für das nicht gibt. Uah! Auch nicht doch. Verdammt. Ich hätte durchrennen sollen.